Also bezüglich der Frage, ob Bisphosphonate einen Effekt haben auf die Entstehung einer Periimplantitis, kann man sicherlich sagen, dass das ein nachrangiges Problem ist. Das größere Problem ist, dass bei Patienten unter Bisphosphonattherapie als Nebenwirkung eine Osteonekrose auftreten kann. Das heißt, das Absterben von entsprechenden Knochenarealen um das Implantat herum, was man aber auch durch ein geeignetes perioperatives Handling sicherlich vom Risiko her deutlich reduzieren kann. Daten, die jetzt besagen, dass es zu gehäuften Periimplantitiden an Implantaten kommt, gibt es leider keine bisher oder auch zum Glück keine.